Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Ja, wir haben es bald geschafft. Bald haben wir den Kunststoff, den wir benötigen, um die neuen Öfen zu bauen. Und danach wird sicher ein neues Zeitalter beginnen, dass wir mehr auf Strom gehen. Dafür werden wir einiges schneller produzieren können und weniger Kohle umherchauffieren müssen. Das finde ich schon sehr toll. Wird hier wieder angeleuchtet. Greift uns immer noch an, teilweise? Oh. Die müssen uns tatsächlich angegriffen haben. Ja, wir hatten ja auch einmal ganz kurz einen Angriff auf diese Seite hier. Da waren auch mal welche, die gedacht haben, sie kommen hier durch irgendwie. Ja, die sind aber jetzt nicht gekommen, ist schon länger nicht mehr. Steiner, dass die wirklich versucht haben, uns anzugreifen. Die Evolution haben wir genug, das seht ihr schon. Hier ist alles voller Munition. Also es läuft, es läuft. Das läuft wirklich super, wenn man so schaut, wie es hier geht. Also man sieht schon, dass die immer mit den Armen die gegenüberliegende Seite hinstellen. Das heißt, wenn man hier was hat, dann wird es dann hier durchlaufen. Also man könnte eigentlich ein Fließband verwenden, um zwei Rohstoffe gleichzeitig zu transportieren. Das würde durchaus gehen. Okay, ich sehe, hier steht schon was. Oh, ja, ich habe auch keine Roten mehr. Das ist hier unpraktisch dann. So. Na komm, hier bin ich da nicht. Hier habe ich ja nichts drin. Entschuldige. Ja, jetzt heißt es wirklich durchhalten und schauen, dass wir hier vorankommen. Wobla, was war das jetzt? Ein Jump Lag. Ich glaube leider, dadurch komme ich nicht. Also wenn ich da hoch möchte, diesen Monster, werde ich nicht ins Lager kommen. Die sind ein bisschen heavy. Wie viel brauche ich eigentlich, um ein... Gut, ich will noch produzieren. Die haben jetzt 10 MG... Da tun wir 10 MG liegen drin. Ich habe schon ein paar Mal versucht anzugreifen. Die sind irgendwie nicht weniger geworden. Gegenteil. Jetzt mal die Hindernisse ein bisschen weg hier. Wo so eine Schneise der Verwüstung hier hinterlassen kann, ich natürlich, damit ich hier besser durchrennen kann, ohne dass es im Weg ist. Vorher hatte ich bei den meisten, dass wenn ich gerannt bin, kam ich in einen Baumstumpf in den Weg oder so, wo ich mich aufgehalten hat. So, schauen. Müssen wahrscheinlich schon bald kommen dann. Sobald die kommen, muss ich die Beine in die Hand nehmen. Die wollen wohl nicht kommen. Hier brauchen wir schon einige, wenn ich so sehe. 400. 400 Holz. Oh Gott! War näher als ich dachte. War sogar sehr nah sogar. Waren es auch weniger? Habe ich das Gefühl? Kann ich wirklich das Lager leeren? Okay, ne, es sind doch zu viele noch.
Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Sind es weniger geworden? Könnte sogar da täuschen. Aber wir haben diese Massenlage hier. So, ich denke, ich werde mal schauen, dass wir genug Tränke haben zum Erforschen. Wir haben sie bald geschafft. Bald haben wir alles, was wir brauchen, um Kunststoff herzustellen. Ja, da steht die Produktion schon wieder. Hier kann ja schon bald. Aber wieder nachwerfen. Viel ist nicht mehr. Bald haben wir die T-Forschung geschafft. So, können wir schauen, was hier alles noch gibt eigentlich. Ach, schau mal an. Das sind Roboter, die mit einem mitfliegen. Das ist ja auch geil. Okay, ach so, das ist ein Kasten, den man helfen muss. Ach so, okay. Eine Automobilität, war nicht schlecht. Na gut, wir dürfen nicht aussehen, diese Forschung abbrechen. Das Problem ist, wenn man eine Forschung abbricht, muss man die von vorne beginnen. Das ist echt doof. Also möchte ich das jetzt nicht riskieren. Dann schauen wir jetzt, dass die jetzt schön weiterläuft. Die haben fast keine rote Tränke mehr. So, ich will die Zahnräder. Und hier finde ich die Kupferplatten. Okay. So, jetzt sollte wir laufen. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Gleich haben wir die Kunststofferforschung beendet. Und dann geht's hier ab. Jetzt können wir endlich Kunststoff herstellen. Es fehlt nicht mehr viel, nur noch ein kleines Tick hier, dann haben wir es. Oh, ich dachte, wir haben schon dabei was in Speicherung. Ein Autosave. Ja. Ja, jetzt gleich macht er dumm. Erforscht. Boah, schaut diese Leichen an. Sehr schön. Was erforschen wir als nächstes? Motor. Schadenhöhe der Geschütztürme. Ja gut, die haben eigentlich gereicht bis jetzt. Kugelschaden. Ja, wieso nicht? Forschen wir mal Kugelschaden. Wobei, der Roboter wäre schon nicht schlecht, ne? Also, diese Kapsel werfen, das regt mich jetzt schon auf. Jetzt kommen die ja einfach mitfliegen. Okay, da war schon was Neues wieder. Lasertechnik. Das neue Werkzeug gehört war nicht schlecht, natürlich. Ja, sag ich jetzt, ich mach. Und das hier mal, zuerst Verteidigungstechnik. Das müsste eine Nube vorstellen. So, okay. Jetzt Kunststoffherstellung. Okay, brauchst Kohle dafür. Ich glaube, sie brauchen Kohle. Da habe ich was nicht ganz bedacht. Na gut, warte mal, da gehen wir ein bisschen mal einsammeln. Achso, schon, schon, schon. Ich mache die zweite noch. Das ging ein bisschen schnell jetzt.
So, Moment mal. F und drrrr, zack. So. Da haben wir auch genug Kohle dabei. Um diese Fabrik reinzuwerfen. So, Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Hey, das klappt sogar. So, wie viel brauchen wir? Ein paar. Und können wir schon? Ne, können noch nicht. Fast aber. So, der erste Brenner. So, gut überlegen, wo setzen wir die hin am besten? So, eigentlich müsste ich das jetzt anders machen. Eigentlich müsste ich das jetzt ein bisschen umwandeln. Ich müsste eigentlich jetzt die ganzen Verbindungen nach oben bauen. Weil die Schmelzöfen da oben sind. So. Okay. Bauen wir mal so eine Linie. Hier werden jetzt wird das Kupfer hergestellt, so. So, der Ofen ist gleich fertig, der erste. Voilà. Ein Meisterwerk der Technik. Okay. Aber eigentlich ist das doof, der Ort hier. Gut, das ist die Produktion natürlich hier, okay. Strom braucht es auch noch. So, jetzt brauchen wir einen Arm. Bauen wir einen intelligenten Knickarm. Und einen normalen noch dazu. So, das soll nur das hier einpacken. Und der dann das Ganze rauspickt. Sehr gut, läuft. Okay, dann können wir jetzt nämlich das hier mal abbauen. Das hier schon mal nicht mehr. So, gehen wir nach unten und holen uns noch mehr Kunststoff, um noch mehr von den Dingen zu bauen. So, wie viel können wir jetzt bauen? 5 alle bauen. Du hast schon eine Weile jetzt, aber wird alles gebaut jetzt. So, ich baue nicht alles ab jetzt. Okay. War ein bisschen viel. Aber mal kurz alles abbauen, damit was hier mal eine leere Scheibe wird. So, weg damit, weg damit, F, weg, weg damit, weg damit. Okay. So, jetzt habe ich mal das hier abgebaut. Okay, ich denke, jetzt werde ich hier auch eine Mine bauen wieder. Ist sie auch abbauen. So. Dann die Stromversorgung hinbauen. Oder mehr Stromversorgung. Jetzt haben wir durch die Öfen natürlich zu viel. Ja gut, abbauen alles hier. Aber gut, das bin kein. Ja, das bringt nichts. Müssen wir warten, hat keinen Sinn so. So.
Eisenrüstung. Okay, das haben wir mal gemacht. Da würde ich sagen, tun wir mal die Schuss. Was ist das hier? Stromnetz. Ermöglicht große Strommast. Ach so, die machen mehr. Oh. Oh. 4x4, 7x7, Max Gesundheit. Oh, das ist aber auch geil, ne? Das ist aber geil. Ja, da würde ich sagen, dann forschen wir das mal zuerst mal. Okay, dann haben wir jetzt eine Rüstung gebaut. Dafür brauchen wir Stahlträger. Stahl wird irgendwo hergestellt, ja. Oder haben wir ihn hergestellt? So. Okay, ich brauche ein paar intelligente Knickarme. Ja, wir haben wieder immer das Stromproblem. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir das nächste Mal wieder bei Factorio, wenn es dann hier weitergeht und wir versuchen, das Chaos ganz auszuräumen. Ja, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaut beim nächsten Mal rein, wenn es heißt Factorio. Bis dann. Tschüss, tschüss.